Ich habe hier jetzt die beiden Food-Adventskalender. Hier sind nämlich noch Geschenkanhänger mit drauf. Das sollte ein neues Bild ergeben. Wir schmücken den Weihnachtsbaum. Lebkuchencreme. Ich liebe das. Hallo ihr Lieben. Hi. Herzlich willkommen zu DIY-Inspiration und herzlich willkommen zur zweiten Runde Adventskalender auspacken. Ich habe hier jetzt die beiden Food-Adventskalender von DM. Von DM Bio aus biologischer Landwirtschaft. Das Ganze vegan und mit einem richtig süßen Design. Tatsächlich hinten drauf sieht man komplett, was drin ist. Deswegen zeige ich ihn euch nicht von hinten. Aber es gibt einmal diese Seite. Ja. Und Felix ist übrigens hinter der Kamera. Hallo. Guck mir hier das Spektakel mal an. Genau, Felix ist heute dabei. Alles vegan hier drin. Have a wonderful vegan Christmas steht an der Seite. Und ja, alle Tütchen, die drin sind, das alles nochmal einzeln verpackt, haben wir hinten auch in dem gleichen schönen Design schon mal abgebildet. Dieser hier kostet 19,95 Euro. Habe ich online bestellt tatsächlich, gibt es aber auch in der Filiale. Und ich schaue jetzt mal rüber, bevor der ausgepackt wird, zum Gegenbeispiel von Rossmann. Auch von der Biomarke von Rossmann, Enerbio. Enerbio. Enerbio, schwierig. Mit Wendemotiv. Nee, mit Wechselmotiv. Wechselmotiv. Er war so eingepackt. Hier einmal mit diesem Weihnachtsbaum, der hier schon geschmückt ist, hier noch nicht. 24 leckere Momente. Hier tatsächlich hinten nicht genau drauf aufgedruckt, was drin ist. Allerdings haben wir hier eine Übersicht über die Zutatenlisten. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ihr könnt es wahrscheinlich eh nicht lesen in der Größe. Und hier unten tatsächlich Zeichnungen von einigen der Sachen, die drin sind. Bio-Siegel drauf. Also hier hinten haben wir dann nicht alles einmal komplett genau aufgedruckt, sondern wir haben hier die Zutatenlisten und was es tatsächlich ist, einmal verschriftlicht. Dabei auch hier die Bio-Siegel mit drauf. Und hier haben wir dann schon 1, 2, 3, 4, 5 Beispiele mit so aufgezeichnet, was drin sein wird. Gehe ich ganz schwer von aus. Es sind tatsächlich nicht alle Sachen vegan. Es sind Sachen mit Vollmilchschokolade, mit Milchschokolade, mit weißer Schokolade auf jeden Fall dabei, sehe ich. Aber ich bin mal gespannt, vielleicht steht auf einigen Tütchen dann genauer noch mit drauf, dass es vegan ist. Werden wir sehen. Ich würde sagen, Felix darf entscheiden, welchen Kalender mache ich zuerst auf? Ich mache beide definitiv in diesem Video auf, ja, Leute. Mach doch den, den hast du jetzt schon vor dir. Den habe ich schon vor mir. Und auch den, diesen zeige ich einmal. Hier sind nämlich noch Geschenkanhänger mit drauf. Wow. Die kann man selber basteln und dann an den Weihnachtsbaum hängen. Sehr, sehr süß. Und hier habe ich, glaube ich, den Preis noch nicht gesagt. Hier sind wir bei 24,99 Euro. Wir haben hier, das ist sehr süß, Immunshots. Das sind so kleine Fläschchen. Ah. Dann haben wir Regenbögen, wir haben den Nikolaus oder Weihnachtsmann. Wir haben Mond und einen Pilz. Wir haben oben und unten haben wir Zuckerstangen in rosa. Finde ich sehr süß zu dem Grün. Oh, ja. Und wir haben Weihnachtsschneemänner. Schneemänner. Ist ein Schneemann. Alles klar. So, es geht los tatsächlich. Wir nehmen den hier als erstes und ich starte mit dem ersten Päckchen. Das Wechselmotiv, bin ich ziemlich sicher, bezog sich nicht darauf, dass er anders eingepackt war, sondern es bezieht sich darauf, dass hier ein anderes Motiv auf der Rückseite ist. Leute, Leute, Leute. Gibt das nachher ein neues Bild? Das sollte ein neues Bild ergeben. Ich bin spannend. Da ziemlich sicher. Ich finde diese Päckchen auch immer super süß. Man kann die auch sehr schön für andere Geschenke weiterverwenden oder einfach als kleine Aufbewahrung benutzen. So, ich gucke rein. Was haben wir? Ein Mini-Riegel. Aus Frucht und Nuss. Kontrollierter biologischer Anbau haben wir hier. Sehr süß. Der Mini-Riegel von Rossmann. Ich gucke mal eben, wie viel Gramm das sind. 20 Gramm eine Portion. Was haben wir denn für Nüsse drin? Wir haben Erdnüsse, Cranberries, Mandeln. Ja, klingt gut, klingt lecker. Und der ist vegan. Ich habe ja eben gesagt, Leute, haben wir eine Aufschrift dabei. Vegan, glutenfrei und laktosefrei. Also alles sehr, sehr fein säuberlich hier aufgedruckt. Sehr schön. Wunderbärchen. Okay. Nummer 1. Und ich mache es wieder zu und packe es feinsäuberlich hier wieder rein. Wollte schon was sagen. Damit man nachher auch das Motiv hat. So, Nummer 2 ist hier direkt mit dem Logo mit drauf. Komplett anders bedruckt. Und ich schaue, was haben wir drin. Auch hier vegan, glutenfrei und laktosefrei. Ein Flapjack Peanut Butter mit Haferflocken. Was ist das? Wahrscheinlich so ein kleines... Ist das so ein Pfannkuchen? Nee. Nee. Ich mach den direkt auf, ich probiere das. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann Flapjack als Pfannkuchen.
Ach so, nee, das ist diese Masse und ja. So, ne? Mhm. Oh, krieg ich auch ein Stück. Mhm. Mach dir was ab. Lecker. Mhm. Gib einen Daumen nach oben. Und hier muss ich jetzt mal gucken. Was? 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 Das hier ist die Seite, die vorne war. Und das hier ist die Seite, die wieder reinkommt. Dann pack die rein. Nein! Leute, ich weiß, was jetzt passiert. Wir schmücken den Weihnachtsbaum. Yay! Oh, wir schmücken den Weihnachtsbaum. Ich hab's verstanden, okay. Wie es geht. Ist richtig süße Designidee. Gefällt mir. Drei. Ich bin überfordert. Da es steht nämlich. Steht als Buchstaben und da. Es ist richtig groß. Oh. Und es ist der erste Advent anscheinend. Steht es drauf? Nein, aber guck mal, nein, es guck, ist 1, 2, 3, 4. Advent. Ja. Advent, ja. Es steht was Advent, drauf. Advent. Ja, ich habe nur gesehen, da ist Schrift, aber wir sehen immer unterschiedliche Dinge. Okay. Porridge, Schoko, Kakaonips. Ein Beutel, eine Portion. Mega lecker, liebe ich. Ist sehr, sehr gut. Kannspuren von Ei, Milch und Schalenfrüchten enthalten. Wir haben hier 65 Gramm, also wirklich so eine komplette Packung. Ist aber nach Definition auf jeden Fall vegan und laktosefrei. Sehr lecker, kenne ich. Super. Sehr schön. Okay, dann, hier. Ich würde sagen, so. Ich mache noch zwei auf, ausführlich. Und dann geht es ein bisschen schneller für euch weiter. Und wir gucken dann, was alles noch Schönes drin ist. So, dann gibt es nämlich eine Übersicht. Hier wieder in Pink, extra dafür hergestellt. 15 Gramm Cranberries mit weißer Schokolade und Orangengeschmack. Hä? Oh mein Gott, das klingt extrem gut. Cranberries mit Orangengeschmack? Klingt, ja stimmt, die schmecken ja selber schon nach was. Mach mal auf. Ja, das müssen wir öffnen. Das ist interessant. Es ist ja noch Ende September, Leute. Es ist Ende September. Ich würde die jetzt tatsächlich eher nach Halloween einsortieren. Ja. Ich möchte auch eine probieren. Ich bin ja nicht so ein Cranberry-Freund, aber das ist die weiße Schokolade. Und dann ist auch nochmal orangene Hülle drumrum, die nach Orange dann schmeckt. Nummer 5 ist richtig schwer. Mega süße Verpackung. Also ich kann mir wirklich richtig gut vorstellen, die aufzubewahren und dazu Weihnachten so kleine Überraschungen reinzupacken. Schleife drum. Oh, Lebkuchencreme. Ich liebe das. Ich liebe es. In so einem kleinen Tüchchen. Nee, wie heißt das? Glutenfrei tatsächlich nur, also ist nicht vegan und nicht laktosefrei. Ja, so ein Mini-Glas. Ein Glas ohne Palmfett. Diese Cremes sind so, so lecker, Leute. Sehr, sehr gut. Kommt hier neben. Und ich schmücke hier den Weihnachtsbaum weiter. So. Nikolaus, mal gucken. Nikolaus ist auch immer wichtig. Mhm. Ein Riegel, 35 Gramm Nougat. Oh. Vegan. Tannenbaum. Wir sind bei der 24 angekommen. Ihr habt schon einen Einblick bekommen, was alles drin ist. Es gibt das Ganze gleich natürlich nochmal ausführlich. Hier haben wir jetzt den großen Weihnachtsbaum und Felix kann hier noch einmal schön drüber filmen. Es sieht wirklich mega schön aus. Diesen hier habe ich falsch rum reingesetzt. Da habe ich nicht aufgepasst. Der muss so rum rein.
Ich finde die Banane wirklich gut. Richtig, richtig. Ich auch. Es ist ein sehr schönes Design. Sieht sehr schön und witzig aus. Ja. Und wir haben, hier haben wir die Creamy Balls drin, tatsächlich am 24. Dezember. Nuss-Nougat-Geschmack mit cremiger Füllung. Sehr schön. Ich weiß, dass die mega lecker sind. Ich noch nicht. Wir werden die auf. Willst du einen? Ja, wir machen. Es gibt heute schon. Ja, nee, warte. Ich muss die erstmal aufmachen. Also. Bitteschön. Einen für dich, einen wow, für der mich. Schwer. Ja, also das ist schon was richtig Großes auch da drin. Und ich packe das jetzt nochmal wieder hier mit rein, damit man jetzt auch wirklich die schöne Übersicht hat, wie das Ganze komplett aussieht. Und dann gibt es für euch nochmal die Zusammenfassung von diesem wunderschönen Adventskalender. So, hier haben wir jetzt nochmal schön ausgebreitet, was alles drin war. Ich finde es eine schöne Auswahl. Viele Sachen extra dafür designt, in diesem Grün mit Rosa oder manchmal auch eben in diesen Streifen so ein bisschen abgesetzt. Was ich extrem niedlich fand, waren die Brezeln und die Bananen waren extra in Packung, wo es tatsächlich dann auch Bananen drauf hatte oder Brezeln so ein bisschen bayerisch angehaucht war. Super, super witzig gemacht. Und ja, wir haben in Originalgröße hier dieses Fläschchen, den Immunshot. Und das Porridge, das sind tatsächlich Originalgrößen. Da bin ich mir sicher, dass es die so im Laden zu kaufen gibt. Wir haben zweimal diese Aufstriche, die mega gut sind. Bei den Olivensnacks kann es auch sein, dass das eine Originalgröße ist. Sind halt 30 Gramm, kenne ich so nicht. Aber bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich glaube, ich teste die nochmal direkt. Okay. Sonst halt viele Sachen tatsächlich in Schokolade. Weiße Schokolade haben wir hier, Vollmilchschokolade, haben wir die Knusperkugeln. Mhm. Wir haben zwei kleine Täfelchen dabei, wir haben Früchte dabei, ein bisschen Weingummis, Haselnüsse. Noch ein bisschen andere Beeren und dann diese Flapjacks hier zweimal. Also wirklich eine schöne Auswahl, so für jeden Tag was dabei und auch schön Abwechslung. Noch Nougat-Riegel, Mini-Riegel. Ja. Die sind, es sind so wie Kekse, beziehungsweise wahrscheinlich Cracker eher. Kekse, Cracker, was auch immer. Ja. Ich dachte eigentlich, es sind so in Scheiben geschnittene Oliven. Ich dachte auch erst, wie so drauf, dass da so kleine Oliven drin sind. Mhm. Ja, also wenn man Oliven mag, ist das ganz lecker, ne? Aber ist bei Oliven natürlich wirklich immer Geschmackssache. Auch finde ich eine schöne Mischung aus herzhaft und auch viele süße Sachen dabei. Also wir haben die Brezeln in herzhaft, wir haben Olivensnacks, die Cashews hier in Tamari, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, wer es kennt, kennt es, Leute, geröstet. Auf jeden Fall auch sehr, sehr lecker. Ja, schöne Sache. Hier mit Karamell und Salz. Mhm. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen mit dem nächsten. Die haben wir gegessen, die waren gut. Also Leute, hierfür gibt es erstmal einen dicken Daumen nach oben und wir schauen mal, was der DM-Adventskalender kann. Okay, hallo. Er ist tatsächlich nicht umgefallen. Wir machen mit DM tatsächlich weiter, 5 Euro günstiger und komplett vegan. Und auch vom Design her anders gelöst. Wir haben hier tatsächlich das Ganze zum Öffnen und nicht zum Reinstecken mit dem Wechseldesign. Ich glaube, die hatten das beide letztes Jahr tatsächlich, die sind ja immer vom Design früher auf jeden Fall immer recht ähnlich gewesen, hatten die das beide, dass man es wieder reinschieben konnte. Aber wir machen jetzt hier mal weiter und gucken uns an, wie sieht es hier aus. Wir haben uns das Design ja schon angeguckt. Es ist sehr schön. Ja, muss ich auch sagen, ich finde es mega schön. Ich mag auch dieses Mintige mit den anderen Minttönen hier so abgesetzt, dann mit dem Rot. Sehr, sehr schön mit dem Braun. Also sieht auf jeden Fall mega, mega schön aus. Und würde tatsächlich, wenn ich mich entscheiden müsste, designtechnisch zwischen den beiden, finde ich den hier schöner. Also finde ich einfach mit dem Mint, das ist auch ein bisschen was Außergewöhnlicheres. Ich hole den anderen mal kurz dazu. Auch wenn der halt diese niedlichen Comicfigürchen hat. Und auch süß designt ist, finde ich diesen hier einfach ein bisschen stärker tatsächlich. Ja, so. Da stimme ich dir zu. Ist natürlich aber auch so Geschmackssache. Ja. Und wir starten tatsächlich mit 1. Hier tatsächlich das Innenleben auch aus Pappe. Also sieht man hier? Mhm, man sieht. Genau, also kein Plastik drin. Sehr, sehr gut. Wir haben, wie gesagt, es ist alles vegan. Und wir starten mit Zimtmandeln tatsächlich, umhüllt von heller Schock. Also wird so ein heller Schokoladenersatz sein. Steht auch hinten drauf, kakaohaltiger Überzugsmasse mit Reisdrinkpulver und Zimtgeschmack. Klingt gut, haben wir 15 Gramm von. Ich mache auch hier, ich denke mal so 5, 6 und dann seht ihr den Rest schneller. Okay, wir haben den nächsten hier. Wir haben Schokofruchtmix. Da haben wir Biomischung aus getrockneten Sultaninen, auch Rosinen genannt, umhüllt von Zartbitterschokolade und getrocknete Früchte, süße Cranberries,
Aronia-Beeren und Aronia-Beeren. Okay. Kenne ich nicht. Die sind so ähnlich wie Cranberries. Okay. Sind auch alle ähnlich groß. Geil. Außer hier 6 und 24. Haben wir hier einmal zentral, sehe ich gerade. Überraschung. Christmas. Haben wir in groß. So. Und ein Früchtemix mit Sojabohnen. Also, ich habe ja schon gesagt, es ist alles sehr ähnliches Design. Sieht alles sehr süß aus. Aber ich bin gerade... Bei dem Rossmann-Kalender waren halt verschiedene Sachen drin, verschiedene Designs. Muss ich sagen, fand ich ein bisschen cooler. Dieses hier ist tatsächlich alles jetzt recht ähnlich. Hm. Aber du hast auch erst drei. Ich habe erst drei. Die sehen aber, die sind ja, guck, halt alle gleich eingepackt. Ne? Nein, also, guck mal, nein, sind, nicht gleich, aber... Ja, da sind Früchte mit drauf, hier sind Beeren mit drauf, weil wir haben immer die, ja, diese Nistelzweige. Aber man sieht auf jeden Fall, es ist ein Designkonzept. Mhm, das stimmt. Soll ich das mal aufmachen und probieren? Komm her. Das ist ein Apfelwürfel. Mhm. Und... Da haben wir es. Okay. Also das sind so kleine, das sind diese Sojabohnen. Mm, die sind tatsächlich auch salzig. Darf und dann, ich eine? Selbstverständlich, da ist sie. Das hier ist eine Cranberry, die ist sogar ziemlich groß. Schmeckt aber gut. Mm, und dann haben wir hier diese anderen kleinen Stückchen. Das sind tatsächlich Mangos. Mhm. Auch sehr lecker. Nummer 4. Cashews, geröstet und gesalzen. Mm. Lecker. Mhm. Nummer 5. Und wir haben... Mehr Cashews. Mehr Cashews in Zartbitterschokolade. Finde ich aber auch so ein bisschen 4 Cashews, 5 Cashews, auch wenn es unterschiedliche Zubereitungsarten sind. Aber direkt hintereinander, ne? Ja, beide Male Cashews. Okay, jetzt kommen wir tatsächlich zu 6 und wahrscheinlich auch zum letzten, was ich tatsächlich in dieser Art öffne, bis zu 24 dann. Einmal Erdbeerenhüllen von Helda Schokolade. Das ist das Beste, was es gibt. Die sind mega. Und auch zu beachten, es ist in beiden Kalendern kein Schoko-Nikolaus-Schoko-Weihnachtsmann am 6. drin gewesen. Und auch nicht am 25. Nee, das irritiert mich jetzt. Es stand heller Schock drauf. Es ist tatsächlich normal. Gibt ihr eine? Das helle. Wo sind die Erdbeeren? Ich habe keine geschmeckt, ehrlich gesagt. Ich nehme mal die größte raus. Das ist ja, das größte. Oh, die ist viel größer als das, was ich bekommen habe. Danke. Ich glaube, es sind Himbeeren. Ich werde jetzt die einfach auch einmal komplett öffnen. Und dann sehen wir uns gleich bei der 24 wieder. Ja. So, jetzt kommt die 24, Eva. Ja, es wird spannend. Mal schauen. Was ist das? Gebrannte Mandeln tatsächlich, finde ich sehr weihnachtlich. Und hier tatsächlich dieses Mal auch wieder die größere Packung. Ja. So, ich habe den Adventskalender tatsächlich, wie ihr auch seht, nicht wieder zugemacht. Er ist jetzt ziemlich zerfleddert. Der ist nicht hübsch dekoriert. Nein, 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 nein. Der ist einmal jetzt leider bereit für den Müll. Tschüss. Tschüss. Dieser hier dabei natürlich bekommt da den Punkt. Den kann man tatsächlich dann noch schöner weiterverwenden. Kann man so bis ins nächste Jahr noch weiter aufstellen. Entweder das oder man benutzt die tatsächlich als Geschenkverpackung. Also ich finde die ja, dadurch, stimmt, dass die ja hier diese hübschen Muster haben, wenn das so unterm Weihnachtsbaum liegt mit einer Schleife, ja, drum. Muss man aber spät einpacken. Ja, das stimmt. Okay, es ist fertig sortiert. Und wir haben hier einmal Früchte, Fruchtmix, dann haben wir Orangen, wir haben Maulbeer-Cranberry-Mix, wir haben Beeren, wir haben Äpfel und wir haben einen Mango-Mix. Dann haben wir Erdbeeren, Himbeeren, Cranberries. Teilweise ist das mit Früchten, mit Schoko. Hier tatsächlich, Felix hatte recht, mit weißer Schock ummantelt. Sehr lecker. Schokofruchtmix. Also hier alles, was so in diesem beerigen Bereich liegt. Fruity. Fruity, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Mal das Ganze. Auch vom 6. Dezember eben die Erdbeeren. Dann kommen wir zu den Nüssen rüber. Wir haben hier einmal Haselnüsse,
Ich weiß, ich glaube, Cashews sind nicht unbedingt wirklich von klassische Nüsse, aber ich habe sie jetzt hier mal mit einsortiert. Wir haben 1, 2, 3 mal Cashews, einmal Haselnüsse. Cashews sind auch im Nussmix mit drin. Ja, also sind im Nussmix mit drin, aber ich glaube, biologisch sind sie keine Nüsse. Im botanischen Sinne wahrscheinlich ja, nicht. Was auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Wir haben Mandeln 1, 2, 3, 4, 5 mal. Dann hatten wir die hier tatsächlich am 24. Dezember, die große Packung mit den gebrannten Mandeln. Sonst haben die Tütchen tatsächlich, soweit ich sehe, alle 15 Gramm und die vom, von den besonderen Tagen vom 6. und vom 24. tatsächlich 25 Gramm. Wie gesagt, Mandeln haben wir auch hier in verschiedenen Varianten, entweder mit Schoko ummantelt oder hier auch eine würzige Variante mit Tomatenkräuterwürzung. Also man kann sich hier auch sehr schön durchprobieren. Haben wir das hier 5-mal. Und wir haben hier noch so ein bisschen was Specialigeres, was so nicht in die anderen Kategorien passt. Würzige Kürbiskerne. Dann haben wir hier Kürbiskerne mit weißer Schokolade ummantelt, beziehungsweise veganer Schokolade. Und wir haben hier Kaffeebohnen in Zartbitterschokolade. Und wir haben einen Nussproteinmix. Also 24 Tage, 24 Tütchen in einem super süßen Design. Alles sehr ähnlich. Bei Rossmann haben wir natürlich mehr Variationen mit drin gehabt. Das Ganze auch ein bisschen teurer und nicht komplett vegan. Also hier hat man eben den Vorteil, alles vegan. Dafür designtechnisch alles ähnlich, aber schön. Es ist, wie gesagt, so eine Sache, was möchte man? Möchte man es komplett vegan haben und eben in einem sehr ähnlichen, gleichbleibenden Design? Ist man hier richtig? Bei diesem hier das Ganze viel, viel bunter gemixt, sowohl vom Design her. Ich muss diese Packung nochmal zeigen mit der Banane. Es ist einfach eine Bananenpackung dabei. Aber es waren auch Bananen drin. Es waren auch Bananen drin. Aber hier eben viel bunter gemixt. Es waren... Es ist noch Spielspaß dabei. Genau. Ja, Spielspaß ist was zum Basteln dabei. Wie gesagt, 5 Euro teurer, hat beides seine Vor- und Nachteile. Ja. Deutlich unterschiedlich dieses Jahr. Wir hatten das schon in Jahren, wo es sehr ähnlich war. Wie gesagt, dieses Jahr ein bisschen unterschiedlicher. Ich finde beide gut. Mein Punkt würde tatsächlich zu Rossmann gehen. Felix, wie ist es bei dir? Sehe ich genauso. Alles klar. Ich finde, für die 5 Euro mehr bietet der aber auch deutlich mehr. Das und stimmt. Ich finde, da kann man das wohl investieren. Wenn man natürlich sagt, ich möchte nur vegane Produkte oder halt auch dieses Design schöner findet, ist natürlich, kann man auch die 5 Euro weniger hierfür ausgeben, aber ich wäre bei dem hier. Da sind wir uns einig und wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Schreibt gerne in die Kommentare, welcher der beiden ist euer Favorit, welchen holt ihr euch, welchen verschenkt ihr vielleicht. Vielleicht konnten wir euch da auch so ein bisschen Orientierungshilfe geben, wen ihr damit glücklich machen wollt. Und wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen, abonnieren, Glocke aktivieren und bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.